Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Wir gehen auf die Citadel. Wir gehen tatsächlich auf die Citadel mal wieder. Seit langem. Da habe ich irgendwie zu oft Escape gedrückt. Ach komm. Denn auf der Citadel haben wir noch Aufgaben zu erledigen. So ist das. Beziehungsweise, ja doch, eigentlich eine Aufgabe haben wir zu erledigen, genau. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nö. Nein, nicht nötig. In Ordnung. Und ich weiß gerade gar nicht, wo wir überhaupt alles was machen müssen. Ich mach das wieder nach dem typischen Prinzip, alles von oben nach unten einmal kurz durch. So, was? Ach, das ist Avina, ich dachte schon. Ich habe die Anweisung, die Sie erhalten haben. Ja. Hier ist sonst nix. Okay. So, Docs, ich habe einen Fehler gemacht beim Fahrstuhl. So, Docs Wartebereich. So, schon besser. Gut. Cortez? Sind Sie okay? Ich habe hier gestanden und dieses Ding gehalten. Ich weiß nicht wie lang. Er bleibt immer ein Teil von mir. Niemand kann Ihnen Ihre Vergangenheit nehmen. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen. Versprich's mir, Steve. Leb wohl, Robert. Gibst mir Kraft. Danke. Ein schöner Moment. Ich brauche noch ein paar Augenblicke allein. Muss man sagen, finde ich. Das war, also jetzt natürlich ein trauriger, aber war schön irgendwo. So. Sagt das Mädchen da was Neues wieder. Hey! Oh, ach du bist's. Wie ich sehe, läuft es immer noch. Schon was Neues? Nein, aber Sie haben es versprochen. Sie werden bald gehen. Sicher werden Sie das. Ich sehe später nochmal nach dir. Das okay für dich. Okay. Ach ja. Aber nett, dass der so nett ist halt. Ach, komm schon. Ist er wieder am Pokern? Ich weiß. Ah, Sie müssen nichts sagen. Aber ich stehe kurz vor meinem Comeback. Ja. Soll das ein Witz sein? Was haben wir denn da jetzt schon wieder für eine Konsole? Hey? Knowles, hier wurde der letzte Zugangscode benutzt. Was ist los, Commander? Ich verliere Ihr Signal. Was zur... Commander Shepard, Captain Kaharal Balak, batarianische Außentruppen. Darauf habe ich gewartet. Alles, was meinem Volk widerfahren ist, war Ihre Schuld. Sie wissen schon, dass die Reaper schuld waren. Ich habe Ihr Volk nicht vernichtet. Das waren die Reaper. Wir waren stolz und schön. Haben Sie gesehen, was die Reaper uns angetan haben? Ich sitze hier fest. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann sie vernichten.
Sie können sich uns auch anschließen. Sie wollten mit dem Asteroiden bei Terra Nova ihren Leuten helfen. Aber was erreichen sie durch meinen Tod? Rache! Das Barak-System! Die wären mit der Ankunft der Reaper sowieso gestorben, das wissen sie. Ich vereine Kroganer und Turianer. Wir sind die letzte Hoffnung der Galaxie, wenn sie ihr Volk lieben. Unsere Schiffe gehören Ihnen. Shepard, alles in Ordnung? Bestens. Es wird mit den Codes keine Probleme mehr geben. Ist das... Soll ich ihn verhaften? Sie sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Er kann gehen. Spectre-Befehl. Verstanden, Commander. Und danke. Ja. So, ja, da haben wir auch mal den eine Flotte der Batterianer, warum nicht, ne? Ach, ist Cyan wieder. Hier ist nichts Neues. Was haben wir hier? Auch hier ist nichts Neues. Was habe ich hier? Ein Prediger, wenn wir mit ihm reden, ist auch nichts, ne? Danke, Mensch. Ja. Oh, Said! Was zum Teufel glotzen Sie so? Nichts und gar nichts. Ja, ne, Said haben wir dann auch, würde ich sagen. Hab mich schon gefragt, ob Sie kommen, Shepard. Dachte, Sie wären mit der Rekrutierung von Armeen für Ihren verdammten Krieg beschäftigt. Ich könnte immer Hilfe brauchen. Das glaube ich. Ich habe Aufnahmen von der Erde gesehen. Ich sag Ihnen was. Ich frag rum, ob noch welche von meinen alten Kontakten da sind. Versprechen kann ich nichts, aber wenn ein paar davon noch atmen, werde ich helfen. Ja. Kennen Sie den aktuellen Anführer? Roske, erinnern Sie mich nicht an den. Der kleine Dreckskerl hat mal bei einer Patrouillenmission das Maul zu weit aufgerissen. Sein halber Trupp ist draufgegangen. Danach war er sehr beliebt. Wir konnten ihn gar nicht schnell genug bei den Zans rauswerfen. Man hätte ihn mit einer Kugel erledigen sollen. Mhm. Kennen Sie den aktuellen Anführer? Also, ja, ja, ja. Roske, erinnern Sie mich nicht an den. So, mehr ist hier anscheinend nicht. Okay. Gut, dann in die Botschaften. Ich könnte ja auch eigentlich mal so die Karte nutzen, ne? Was haben wir denn hier? Commander Bailey und Jarvik. Aha. Hier ist nichts, ist nichts, ist nichts. Aha. Wow, dass sowas noch klappt in der Zeit. Glaubt man auch nicht. So, Bailey, hat der was Neues zu sagen? Hey, Shepard, wenn Sie hier sind, alle laufen rum wie in Trance. Es sind dunkle Zeiten. Ich glaube, ja, wenn er so schon, dann... Dann wissen Sie. Ja, ja. Wenn er schon mit demselben Satz anfängt, dann ist das nix. So, haben wir hier Sachen, die wir kaufen oder autorisieren können? Reaper-Code-Fragmente können wir kaufen. Okay, Asari-Kriegsstrategen haben Schwierigkeiten, die Truppenbewegung der Reaper vorherzusagen, weil sie ihre Denkprozesse nur unzureichend nachvollziehen können. Ein Trümmerjäger ist bereit, einen Reaper-Prozessor zu verkaufen, den er nach dem Angriff des Hoverwind auf die Citadel vor einigen Jahren gefunden hat. Damit ließen sich die Anstrengungen der Asari-Streitkräfte automatisch verbessern. Ja, gut, ne? Machen wir. So, haben wir hier was? Auszeichnung für Captain Wiley.
Captain Riley, eine N7-Agentin, wurden wegen ihres Einsatzes auf Sion für eine Tapferkeitsmedaille vorgeschlagen. Eine Empfehlung durch einen Inspektor würde das Verfahren enorm beschleunigen. Machbar. Genehmigung der Versetzung von Private Talavi. Private Talavi hat die Versetzung zu einer Einheit beantragt, die aktiv gegen Reaper kämpft. Eine Notiz von Sergeant Lem beweist Private Talavi als ausgezeichneten Techniker aus und empfiehlt ihn für den Einsatz in einem Team. Das Verarbeitungszentrum der Reaper sabotiert. Ein Inspektor-Befehl würde er. Ja, machen wir. Was haben wir da? Nix, okay. Gut. Wo ist Javik? Aber ist auch interessant, da einfach so ein Proteaner, der so rum. Ja, da ist er. Proteaner, der auf der Citadel rumläuft. Tolle Aussicht, was? Während unseres Krieges wurde dieser Ort für mein Volk zum Mythos. Ein Traum aus Gedächtnisschau. Die Citadel war das Herz unserer Zivilisation. Und ihr Untergang. Hier begann der Angriff der Reaper, richtig? Niemand, den ich kannte, hatte die Citadel je gesehen. Jetzt hier zu stehen, ich weiß nicht. Das ist ein Sieg. Es mag unbedeutend klingen, aber ein Proteaner steht auf der Citadel und erlebt. Das allein ist schon ein Sieg. Mag sein. In den dunkelsten Stunden haben wir Geschichten über die Wunder dieses Ortes erzählt. Der Sitz unseres Reiches. Die Macht über Welten. Die Galaxie gehörte uns. Heute haben hier viele Spezies Botschaften. Sie teilen also wirklich die Macht mit anderen? Es ist nicht perfekt, aber es bewahrt den Frieden. Meistens. Verzeihung. Diese Person hat zugehört und vermutet, dass sie ein Proteaner sind. Ein Hanar. Ich erinnere mich an ihre Art, da waren sie noch kleine Fische im Ozean. Diese Person ist unwürdig. Sie hat das Antlitz eines Entflammten geschaut. Sie halten ihre Spezies für ihre Götter. Schade, dass wir ihnen sprachlich so wenig beigebracht haben. Sind Sie wirklich ein Proteaner? Ja. Aber wenn Sie den Krieg verloren haben... Welche Hoffnung bleibt an uns? Vielen wird wohl gar nichts bleiben. Die Reaper haben in meinem Zyklus Billionen getötet. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber noch leben sie. Das allein ist schon ein Wunder. Und sie haben die Kraft zu kämpfen. Mein Volk kannte sie, als sie noch jung waren. Turianer, Asari, Hanar... Sie alle hatten Potenzial. Jetzt müssen sie das ausschöpfen und zur Waffe werden, wie es ihnen vorbestimmt ist, damit die Reaper wissen, dass wir keine Maschinen sind. Wir leben und wir setzen uns zur Wehr. Danke. Das bedeutet mir viel. Commander Shepard, es muss eine Ehre sein, dass ein Proteaner an ihrer Seite kämpft. Er ist ein guter Mann. Er findet sich langsam zurecht. Javik ist einer der besten Soldaten, die ich je gesehen habe. Der Commander ist auch ein fähiger Krieger. Für einen Menschen, der einst in Höhlen gelebt hat. Danke, Commander. Ich habe meine Zeit hier genossen, mitten unter den jungen Leuten. Wir sehen uns dann auf der Normandie. Ja, für einen Proteaner sind selbst Asari jung. So, wo ist der Hanar hin? Bö? Nochmals danke, Herdenclan. Unsere militärische Stärke ist nicht erwähnenswert. Aber wir sind stolz, unser Möglichstes zu tun. Achso. Ja. Jede Kraft ist erwähnenswert. Ich würde das gar nicht unterschätzen. So, Bar Purge Story. Ich glaube nicht, dass da was ist, aber ich gucke lieber einfach mal. Jetzt sind wir ja eh schon auf der Citadel unterwegs. Geht wieder ab hier.
So, jetzt aber genug von meiner Panzerung. Suchen wir die Jungs und feiern ein bisschen, solange ich noch da bin. Wo hast du geparkt? Ich bin mit dem Rapidtransit gekommen. Und dabei hast du den heißesten Wagen auf der ganzen Citadel. Ich habe auch die neue Lackierung gesehen. Ich habe ihn vor ein paar Wochen verkauft. Was? Aber du hast den Wagen doch geliebt. Ich weiß. Du hast doch von nichts anderem als diesem Wagen gesprochen. Ich weiß. Nö. Gut. Was soll man dazu sagen, ne? Ob Ashley hier wohl wieder ist und auf dem Boden liegt, weil sie zu viel gesoffen hat. Richtiger Vollabsturz einfach. Machen Sie es zur Pflichtlektüre. Licht aus dem Schatten. Der Weg der Justikar. Einfach alles. Ich habe in dieser Sache die Unterstützung von Matriarchin Ethita. Jede Asari-Jungfrau soll denken wie eine Jägerin. Lass uns nur Area, die Frau wieder mit diesem komischen Kleid. So, da sind Joker und Edie. Ich dachte schon immer, es wäre echt cool hier, wenn man nur nicht so viel laufen müsste. Wenn Sie Schmerzen haben, könnte ich Sie tragen. Hä, was? Ja, auf jeden Fall. Sie haben mich als Ihren persönlichen Hilfsmack vorgestellt. Seien Sie nicht so eben. Ich weiß, was Sie fühlen, aber... Aber Sie wissen, dass das nicht stimmt. Warum belügen Sie andere? Sie wollen sich nicht als KI mit Reaper-Code vorstellen. Man würde Sie lynchen. Das wäre keine effektive Methode, um meine Funktionstüchtigkeit zu unterbinden. Sie sind dran. Ratsherrin Irissa. Nicht heiß. Zu viel Make-up. Darauf stehe ich nicht. Shaira, die Konsortin. Heiß, würde ich sagen. Können wir damit aufhören? Sie machen mich nervös. Dalatras Linron. Wie geht's? Sie sind dran. Achso. Herrin Irissa. Nicht heiß. Zu viel Make-up. So. Shaira, die Konsortin. Ach, komm schon. Dalatras Linron. So. Die Allianz werde ich nicht übers Ohr hauen. Seit wann sind Sie denn so empfindlich, wenn es um diese Penner geht? Aha. Selber Penner. In letzter Zeit mal Nachrichten geschaut? Klar. Wissen Sie, was auf der Erde abgeht, während wir hier rumsitzen? Jetzt beruhigen Sie sich doch. Aha. Ich hau mir mal einen raus, ne? Ich hau mir doch keinen raus. Doch, ich hau mir einen raus. Könnte ich einen kriegen? Oh, ich nehme einfach das, was auf der Theke steht. So, hier tanzen sie alle einfach nur. Das ist ja echt nichts gewesen. Das ist ja wunderbar. Außer zwar ein verliebtes Pärchen beim Bewerten von heißen Leuten. Was? Ja, so. Botschaft Wettergang aus. Wetter. Ob unsere Asari wieder neue Geschichten hat? Und dann sind sie zurück zur Farm. Wir sind den Hügel runtergeschlichen. Wir hatten Hunger, waren verdreckt. Ich hatte aus dem Handtuch eine Art Kittel gemacht. Sie hatten die Leichen weggeräumt. Um neue Husks herzustellen, dachte ich. Aber einige der Farmer lebten noch. Sie wurden gefangen gehalten. Und Niaira war da. Sie hatte das Kommando. Ich konnte sie sehen, kam bis auf 10 Meter an sie ran. Hätte ich nur meine Waffe gehabt. Was geschah dann? Ich schaffte es bis zu den Gefangenen. Das Bauernmädchen nahm ihnen die Fesseln ab. Und dann begannen sie alle zu schreien. Aha. So. Hier haben wir sonst nichts, glaube ich. Jacob, ja. Ist noch etwas? Nö. Schön, dass wir reden konnten. Finde ich auch.
War ein super Gespräch. War mega lang. So. Hier ist sonst nix. Hier auch nicht. Was haben wir hier? Ich habe in einer Chemiefabrik diesen Behandlungsplan gefunden. Hilft Ihnen das? Behandlung? Was? Hey, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aha, wahrscheinlich experimentell. Es ist reine Spekulation, aber wir machen trotzdem ein paar Tests. Vielleicht hilft es unserer Patientin ja. Mhm. Ist es besser geworden? Ja, das Gegenmittel beginnt langsam zu wirken. Das ist ein Mega-Wirkungsmittel. Ist es besser geworden? Das geht so, wird direkt so in 5 Minuten entwickelt. So, hier war mal Ashley. Doktor. Ja, General Corellius wird sich wieder vollständig erholen. Er ist bereits wach und ansprechbar. Ja. Also. General Corellius wird sich wieder vollständig erholen. Ah, okay. Okay. Sonst ist hier nix. Das ist, weiß ich jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. So. Dach, Jacob. So, was haben wir denn sonst noch? Ja, das Präsidiumsunterhaus, stimmt. Das ist der Mega-Bereich immer. So, ich nutze da mal die Karte. Wiwenda, Ashley, C-Sicher, Tali und Liama, okay. Stimmt, Wiwenda. Wie ist das denn? Was konnten Sie den Inschriften entnehmen? Wirklich? Ausgezeichnet. Ich wusste, Sie würden etwas finden. Aha. Sehr schön. Hier ist nix. Also, ich dachte, ich hätte einen Kreis gesehen. Aha. Aha. Ich dachte für einen Moment, der läuft da irgendwie auf der Bank. Der redet auch nicht mit uns. Da hinten ist sonst nix. Was habe ich hier? Nix. Ist die Sicherheitsoffizier? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Gute Arbeit. Aha. So. C-Sicherheitsoffizier. Hallo. Das hier habe ich aus einem Störturm der Geth. Vielleicht können Sie ja was damit anfangen. Wie zum Teufel sind Sie? Schon gut. Bei so einer Tech ist mir völlig egal, wo sie herkommt. Meine Leute werden sich das genau ansehen. Und wenn der Krieg wieder hierher kommen sollte, können wir vielleicht mehr Leben retten. Möglicherweise, ja. Nochmals danke. Wenn wir die Störtech zum Laufen kriegen, wird dieser Ort um einiges sicherer sein. Ja. So. Ashley, wieder ernüchtert? Ein hübsches Fleckchen, Ash. Ja, die ganzen Shuttles erinnern mich an meinen Dad, wie er sich reisefertig gemacht hat. Mama hat uns allen Eis gekauft und zur Werft gebracht, damit wir den Start seines Frachters sehen konnten. Am liebsten würde ich immer noch jedem Allianzschiff hinterherwinken. Sie sollten Sarah herbringen. Mach ich, wenn sie soweit ist. Die Ruhe wird ihr gefallen. Sie war nie so ein lauter Wildfang wie ich. Sie beide standen sich wohl nahe. Vielleicht. Dad verstand mich. Leider kannten sie ihn nicht. Er hätte sie gemocht. Glauben Sie? Ein echter Berufssoldat? Unbedingt. Er hätte sie zu uns eingeladen, den Grill angeworfen und ihnen dann ein Ohr abgekaut.
Haben Sie je über ein Leben außerhalb der Allianz nachgedacht? Natürlich. Ich habe früher oft versucht, gegen meine Familie und das Militär zu... Ich habe meinem Dad gedroht, mit dem nächsten Kerl durchzubrennen, der mich haben will. Wirklich? Er lachte nur und sagte, gut, ich helfe dir beim Packen. Das hat mich ziemlich schnell beruhigt. Er wusste, ich würde die Familie nie verlassen. Sie bedeutet mir alles. Das klingt gut, Ash. Aber im Moment kann ich einfach nur an Sie denken. Bringen Sie die starken Arme der Citadel etwa auf dumme Gedanken, Commander? Mehr als nur ein Gedanke? Ganz ehrlich, ich habe schon einige Zeit diese Gedanken. Wirklich? Ja, wir haben viel durchgemacht und Sie waren immer verlässlich. Gute Freunde wurden uns entrissen. Wir hätten uns beinahe gegenseitig getötet. Ein dummer Irrtum. Unterm Strich? Ich will der Gefahr da draußen nicht ohne Sie entgegentreten. Was meinen Sie damit, Shepard? Ich will, dass da mehr ist. Dass wir zusammen sind. Was immer auch geschieht. Mehr? Sie überraschen mich. Ich dachte, das alles wäre nur ein Spiel. Das Spiel ist zu Ende. Gut. Hat lange gedauert. Ein wenig Hilfe hätte nicht geschadet. Muss ich denn alles selber machen? Kein Wort mehr, bitte. Her zu mir. Ich bin mit Winder zusammen. Die Reaper-Truppen setzen ihre Angriffe im Masari-Sektor fort und haben den Nimbus-Cluster und den Sphären-Leben genommen. Ich bin mit Winder zusammen. Ich bin dir gerade eiskalt fremdgegangen. Das kann ich erklären. Ich mach mal lieber einen neuen Spielstand. Ich kann das erklären, das... Schatz, es ist nicht so, wie du denkst. Ja, so beginnt jeder Satz. Wenn man fremd geht. Ja. Ja. Hallo, Mensch. Shepard. Hallo. War nicht Miranda noch irgendwo hier? Eine Lappa. Ich war schon part. Es muss einen Weg für uns geben, an mehr medizinische Vorräte ranzukommen. Ich sagte Ihnen doch bereits, dass wir nichts abgeben können. Wir bezahlen auch. Es geht nicht um Geld. Durch den Krieg auf Palavin und den Putschversuch hier sind die Vorräte einfach zu knapp. Wenn mein Volk keine Antibiotika und Medigel bekommt, werden Tausende von uns sterben. Dann hätten sie sich einen besseren Zeitpunkt aussuchen sollen, um gegen die Geth in den Krieg zu ziehen. Es muss einen Weg für uns geben. Ich glaube, bei Tali gibt es mehr Opfer. Tali hat vor einigen Jahren die Citadel gerettet. Mäßigen Sie Ihren Ton. Sie haben recht. Wir sind im Moment alle ziemlich angespannt. Aber wir haben nicht mal genug Medigel für unseren eigenen Bedarf. Wir können Ihrem Volk gerade nicht helfen. Es tut mir leid. Verdammt. Danke, dass Sie versucht haben zu helfen. Ja. Ich... Wo ist denn Miranda? Ach, da hinten, Apartment. Miranda, ich habe Ihre Nachricht bekommen. Geht es um Ihre Schwester? Shepard, ich brauche Zugriff auf Allianzressourcen. Mehr kann ich nicht sagen. Vertrauen Sie mir. Worum geht's? Ich mag keine Geheimnisse. Sagen Sie mir einfach, was los ist. Ich kann nicht. Falls das ein Problem ist, gehe ich. Nein, aber Vertrauen ist im Moment Mangelware. Natürlich. Ich vertraue Ihnen. Sie bekommen Ihren Zugriff, Miranda. Aber das klingt ja gar nicht gut. Ich weiß. Und danke. Es ist sehr wichtig. Aber das ist nicht alles, worüber Sie reden wollten, oder? Nein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Eher gestehen. Es hat ziemlich an mir genagt. Gestehen?
Als ich das Lazarus-Projekt geleitet habe, wollte ich ihnen zur Sicherheit einen Kontrollchip einbauen. Das haben Sie bereits erwähnt. Das war aber nicht alles. Der Unbekannte hat es verhindert. Verhindert? Aus heutiger Sicht hätte es ihm viel Ärger erspart. Mag sein, aber er wollte ihr wahres Ich nicht verändern. Er wollte keine Maschine, die nur Befehle befolgt. Er wollte Commander Shepard. Der Chip hätte ihr Ich vernichten können. Sie waren vorsichtig. Ich verstehe Ihre Beweggründe. Sie kannten mich ja gar nicht. Ich hatte vorher noch nie mit so vielen Blackboxes zu tun. Ich fühlte mich blind. Warum erwähnen Sie das jetzt? Ich habe gegen die Kontrolle meines Vaters über mein Leben gekämpft. Denn die wollte er, bis hin zu meiner verdammten DNA. Als ich entkommen war, habe ich mein Leben riskiert, um meiner Schwester zu ersparen, dass es ihr genauso ergeht. Aber ich habe nicht gezögert, ihren freien Willen zu zerstören, als ich es konnte. Und das hat sie so beschäftigt? Ja. Ich habe 2 Jahre meines Lebens verloren. Sie haben mir den Rest zurückgegeben. Sie hätten mich auf unzählige Arten verändern können, haben sie aber nicht. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich zurückgebracht. Danke. Aber ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich den Plan mit dem Chip immer bereut habe. Kein Problem. Sie müssen über die Vergangenheit hinwegkommen. Mach ich sonst auch, aber das war wichtig. Manches hat man eben nicht unter Kontrolle. Da hilft mir meine tolle Genetik auch nicht. Nein, tut sie nicht. Okay. Ich sag's ungern, aber ich muss los. Danke für Ihr Verständnis, Shepard. Kein Problem. Und Miranda, was Sie da vorhaben, viel Glück dabei. Keine Sorge, Shepard. Ich habe immer einen Plan. Ja, ich würde dann mal sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.